Hallo bei Birnis Motorradtouren. Heute wieder mit der Videoreihe der Weiter geht's nimmer Tour möchten wir euch die tollen Bilder, beeindruckende Landschaftsvideos und die von uns erlebten Eindrücke von der Fahrt durch Deutschland, Dänemark, Schweden, ein bisschen Finnland und natürlich Norwegen ans Nordkap und wieder zurück nach Hause bringen. Also lasst euch überraschen, welche Abenteuer heute auf euch warten. Und dann geht's auch schon los. Und zwar mit dem 7. Teil der Videoreihe Weiter geht's nimmer. Diesmal von Kabelweg bis nach Bordeaux. Wir genossen wieder ein ganz herrliches Frühstück mit allem, was die Küche dort zu bieten hatte. Und hier einfach nochmal der Überblick. Das ist die Mensa, hier ist letztendlich der Wohntrakt. Die Wege zum Motorrad waren sehr kurz. Und so packten wir dann alles zusammen und machten uns dann auf den Weg für einen ganz tollen Tag. Wir fuhren die Lofoten hinunter, besuchten ein Wikingermuseum, waren an tollen Stränden und besuchten auch das Örtchen A, was im Norwegischen eher als O ausgesprochen wird, und machten dann eine tolle Überfahrt mit der Fähre nach Bode und dort dann zu einem Campingplatz. So, entlang einsamer Straßen fuhren wir Richtung Süden von den Lofoten und wie man auch hier sieht, kaum Autos unterwegs und ganz, ganz tolle Straßen. Wir folgten der E10 Richtung Klappstedt entlang an tollen Fjorden und ein bisschen auch durchs Landesinnere, um dann in Borge oder auch Borg ein Nachbau von einem Wikingerhaus, Langhaus zu besichtigen. War sehr interessant, wie die damals lebten, mit allen Tieren und Leuten in dem Langhaus, kaum Licht im Haus und trotzdem hatten die Möglichkeit zu weben und schicke Sachen zu machen. Es lebten damals ca. 1800 Leute und hatten sehr weitreichende Kontakte nach Südnorwegen und bis auch nach Europa. Und es war, wie gesagt, ein Königssitz. Ob der aufs Klo muss oder ob das der Notausgang sein soll, ich denke, es ist der Notausgang. Wie gesagt, keine Fenster in dem Haus drin, nur die Türen. Wie es da drin gerochen hat, das kann man sich, glaube ich, mit heutigen Nasen auch nicht mehr vorstellen. Wenn man überlegt, so ein Kettenhemd, wie lange man da dafür brauchte, das Metall zu gewinnen und wie das dann gerostet hat, wenn es mal geregnet hat. Also es war bestimmt auch keine übertriebene lustige Zeit. Das Langhaus wurde dann nachgebaut, weil die Grundmauern, die man hier sieht, zufällig mal beim Eggen aufgetaucht sind. Und es ist schon sehr, sehr imposant zu sehen, was die da in den Jahren 500 bis 1000 wohl schon irgendwo gebaut hatten. Ein sehr weitläufiges Spazierwege sind noch vorhanden, sodass man auch einen tollen Eindruck von der Landschaft als solches bekommen kann. Und die Fjorde, wie man sieht, sind ja relativ in der Nähe und unten waren dann noch Schiffe zum Besichtigen, was uns dann aber doch zum Laufen aufgrund der Temperatur etwas zu weit war. Naja, dem geht es bestimmt wie früher, der liegt halt in seiner Kuhle drin oder in seinem Pool und wartet dann eben, bis wahrscheinlich der Grill kommt. Die Gebäude drumherum sind auch in so einem Langhausstil erbaut worden und passen ebenfalls sehr schön dazu. Ja, und dann machten wir uns auch schon wieder auf den Weg, wieder der E10 folgend, über landschaftlich reizvolle Straßen entlang der Fjorde. Wie gesagt, mal links rum, mal rechts rum. Und genossen dazu das einfach super tolle Wetter, was uns nun schon etliche Tage in Norwegen begleitet hat. Viele Norweger, mit denen wir uns unterhalten haben, waren selber überrascht, wie toll das Wetter hier ist. Die Norweger verstehen es auch Kunst, an Raschplätze zu bekommen. Jeder Raschplatz hat sozusagen sein eigenes Sitzplatzmotiv.
hier letztendlich noch das Zeichen der Wikinger übermächtig an der Felswand. Und man glaubt es kaum, über dem Polarkreis nachmittags hatten wir dann noch 26 Grad. Und bei dieser Landschaft und den Temperaturen, da macht ein Motorradfahren auch richtig, richtig Spaß. Und nach einem Päuschen machten wir uns einfach wieder auf den Weg unserer Weiterfahrt. Dann fuhren wir von Insel zu Insel, wie gesagt, mal über Brücken, mal über Dämme und wie hier ganz einfach mal wieder unter dem Meer durch. Und dieser Tunnel gehörte einfach auch schon zu den neueren und schöneren, sehr gemütlich zu fahren, hell ausgeleuchtet und ruckzuck waren wir unter dem Meer wieder durch. Und auf der anderen Seite ging es wieder mit schönster Landschaft weiter. Hin und wieder kam uns mal ein Auto oder auch zwei entgegen, aber ansonsten war es wie immer in Nordnorwegen ein sehr gemütliches Dahingleiten. Dann kamen wir sozusagen an den Zuckerhut von Ramberg, toller Sandstrand, kaum Leute, ganz idyllischer Strandabschnitt mit blauem Meer, aber natürlich, wir sind immer noch am Nordmeer und dementsprechend kalt war die Wassertemperatur, also mehr wie knietief war nicht angesagt, weil dann die Rezeptoren meldeten, das Wasser ist viel zu kalt, um da noch weiter reinzugehen. Aber wenn man es nicht weiß, sieht es hier ja richtig toll aus. Die Berge dann gleich und das Meer, ja, einfach zum Genießen. Man muss es nur wissen, wie man die Zeit richtig nutzt. Dann wieder rein in die Hose und in die Stiefel und der letzte Blick von oben auf vom Parkplatz und einfach nur schön. Von Rheine dann wieder der E10 weiterfolgend Richtung Süden, wieder vorbei an tollen Fjordlandschaften, mal links, mal rechts, mal wieder eine kleine Brücke dann. Und unser nächstes Etappenziel war dann letztendlich das Städtchen Rheine. Das, wenn man sich ein bisschen mit den Lofoten beschäftigt, hier und da auch schon mal irgendwo immer vorgekommen ist, mit der Kulisse der Berge dahinter und einfach sehr schön anzuschauen. Hin und wieder immer mal Radfahrer oder dann ganz einfach auch einen Parkplatz, an dem wir wieder gerne ein Päuschen gemacht haben, um diese tolle Landschaft mit allen Sinnen auf uns wirken zu lassen, auch zu filmen und zu fotografieren und sich einfach daran erfreuen. Und das ist uns auch immer sehr gut gelungen. Dann ging die Fahrt einfach wieder der E10 folgend weiter. Es kamen natürlich wieder Tunnels, die verschiedene Ausbauzustände hatten. Der war schon ein bisschen älter hier. Dann kamen wir vorbei an Galerien, die dann noch den Blick nach links auf den Fjord frei ließen. Sehr schön zum Großen und dann immer mal so ein bisschen nach links zu schielen. Und sind natürlich auch viel, viel heller, weil ja letztendlich eine Seitenwand fehlt, wie so ein dunkler Tunnel. Auf dem Weg nach Rheine kamen immer mal wieder verschiedene Galerien der Strecke entlang, aber zum Fahren sehr angenehm. Und wie man ja auch sieht,
geht es vom Meer direkt relativ steil die Berge hoch. Also kann man es anders eigentlich auch gar nicht großartig bauen. Das obere linke Zeichen, das braune, gab uns immer den Hinweis, dass es irgendwas Skulpturmäßiges in der Landschaft gibt und war natürlich das Thema, dass wir dann auch auf den Parkplatz gefahren sind, um da mal anzuhalten. Da wir in der Jugendherberge immer noch ein Vesperle mit eingepackt haben, genossen wir einfach wieder an so einem Motorraschplatz, wieder andere Sitzmöbel, diese Aussicht auf die Fjordlandschaft und die Berge. Und was willst du mehr? Hoppla, das Bild ist verkehrt rum, gehört wohl andersrum. Landschaften sehen einfach super schön, diese Lofoten. Und bei dem Wetter ist das sozusagen auch beinahe ein Geschenk, die so erleben zu dürfen. Dann vor Rheine, wie gesagt, gab es kleine Brücken, die über Ampelanlagen geregelt sind. Und wenn man mal warten musste, war das überhaupt nicht schlimm, weil da genossen wir einfach auch wiederum sich die darbietende Ansicht der Landschaft. Und kaum war man auf der Höhe der Brücke, war es noch schöner, weil dann sah man ganz einfach auch ein bisschen auf das Dörfchen hinunter. Die Brücke überfahren, der Radfahrer überholte uns wieder, aber wir machten einfach, weil wir noch ein gutes Zeitfenster hatten, einfach einen Stopp, um ja, diese Landschaft nochmals zu genießen. Wenn man sieht, die Schneefelder, die gehen ja fast noch bis ans Meer runter und das im Juni. Einfach super schön. Ja, und da folgt dann eben Brückchen an Brückchen und immer mal wieder Ampel an Ampel, aber kein Problem. Mit dem richtigen Zeitpuffer hat man auch die Muße, das hier alles genießen zu können. Nun, die Straßen nach Moskenes hinunter, die wurden nicht viel breiter, eher enger. Und Moskenes ist ja der südlichste, wichtigste Fährhafen der Lofoten mit der Hauptfährverbindung nach Bodø. Also da denke ich, wenn da noch der Tourismus wachsen wird, dann sind diese Straßen deutlich über ihre Grenzen gekommen und bin mal gespannt, wie dieses Problem dann gegebenenfalls gelöst werden soll. Aber bei uns ging es noch, wir fuhren halt dementsprechend langsamer. Weil hier konnte ja immer mal irgendwo was entgegenkommen. Und wenn der Fahrer dann auch von der Landschaft fasziniert ist, ob er dann die Straße immer so im Blick hat, das wäre einfach Piano unterwegs sein. Das waren dann die Ausläufer von Rheine. Gab es am Ortsende oder außerhalb des Ortes dann einen Parkplatz. Ja, und landschaftlich, was will man da dazu sagen? Im Sommer bei Sommerschein richtig boah eh. Das sind dann die kleinen Brücken, über die wir hergekommen sind. Und da gibt es wohl auch noch einen Treppenaufgang mit 1000 oder über 1000 Stufen. Aber das hat unser Zeitfenster und dann unsere Begleitung auch nicht hergegeben. Und wie man sieht, die Leute sind auch sehr ordentlich. Dann waren wir in A, in Norwegisch wohl gesprochen O, der südlichste Ort der Lofoten. Und der Ort mit dem kleinsten Namen und Gott sei Dank die Pepper, die O-Selige, nur am Pfeiler. Da können sie ja von mir aus kleben, aber auf den Schildern, da fällt mir leider Gottes jedes Verständnis dafür. Dann auf den extra angelegten Touristenparkplatz in A und wie gesagt,
in A noch so weit vorgelaufen, wie es eben geht. Und wie man sieht, es sind schon sehr steile Küsten, die da aus dem Meer aufsteigen. Also man kommt da auch nicht so ohne weiteres an die Südspitze der Lofoten, weil die Berge, die da noch dazwischen liegen, die haben 826 Meter, der Mendels da stiegen oder der Mannen hat 791 Meter, also alles sehr steil aufsteigend und sicherlich kein Spaziergang. Dann der Blick einfach Richtung Festland rüber, wo dann die Fähre nachher von Moskenes ablegt, und den Blick Richtung Süden auf die Lofotenspitze. Und ja, die Vögel haben es da sicherlich auch nicht einfach auf dem schmalen Grat. Dann waren wir wieder zurück in Moskenes, das sind so von A ein paar Kilometer nur, und da kam dann auch schon pünktlich die Fähre, die wir am Vortag schon mal gebucht hatten. Und auch hier geht es dann immer wieder sehr flott hoch die Nase, raus die Leute und die Autos, und dann können auch schon die nächsten Passagiere einfach boarden. Die Engländer, die vor uns aufs auf die Fähre durften, die haben wir dann schon ein paar Mal getroffen, und auch drüben noch auf der E17 immer wieder. Also so die Touren sind immer relativ gleich angelegt. Wieder als erstes sozusagen drauf, bis ganz vor, und hier wurden dann die Motorrads auch wieder verzurrt. Dann kamen die Wohnmobile und die PKWs. Wie gesagt, die Fähre hat mehrere Stockwerke, sodass man auch nach unten fahren konnte. Und auch hier, kaum das letzte Auto drauf, ging es auch schon wieder aus dem Hafen hinaus Richtung Bodø. Das ist ein kleines Wartehäuschen, also die Infrastruktur ist auch in ländlichen Bereichen sehr gut in Norwegen. Ja, die hatten wohl Pech, selbst die Motorradfahrer mussten leider auf die nächste Fähre warten. Dann hieß es wieder Schotten dicht und Klappe zu. Tja, dumm gelaufen. Und wir setzten unsere Fahrt dann einfach fort. Mit der Hafenausfahrt, Blick auf die Lofoten-Südspitze. Also flach sieht sicherlich anders aus. Noch so einen kleinen Leuchtturm, den wir in Eggum gesucht haben, noch nicht gefunden haben. Ja, man muss nur warten können, dann kommt im Leben manchmal von ganz alleine. Und wenn man sich das Meer anschaut, absolut spiegelglatt. Und dann noch dazu Sonnenschein dazu, so kann man die Fährfahrten und die Aussichten dann auch genießen. Einfach nur schön. Da wieder eine der vielen Brücken, über die wir gefahren sind, die da wie selbstverständlich kommen. Und wie gesagt, die Berge hier maximal ca. 1000 Meter hoch. Bis zum Horizont erstrecken sich hier die Lofoten, haben ja dann auch eine Länge von gut
200 Kilometer. Dann Senja oben kommend als zweitgrößte Insel. Einfach nur schön. Und die Überfahrt dauerte circa 3 Stunden 45. Und die Lofoten wurden natürlich immer kleiner. Und so nach anderthalb Stunden waren weder die Lofoten noch zu sehen, noch das Festland auf der anderen Seite. Und wir durchfuhren den Fjestfjorden, also V-E-S-T und dann Fjorden. Naja, es gab immer mal nur Kleinigkeit zum Essen. Eine Wurst und eine Cola, ca. 8,50. Es ist eben Norwegen, aber wenn isst man schon mal auf der Wurst, dann war es auch mal Zeit, irgendwann die Füße zu lüften. Da alle anderen weit genug weg waren, konnte man das ja mal wagen. Und es tat den Füßen auch wirklich, wirklich gut. Um dann ganz einfach nochmals wehmütig und bequem auf die Lofoten zu blicken. Wir waren noch mit der etwas älteren Fähre unterwegs, die neue mit Gas betriebene Fähre, die fährt die ganze Strecke wohl in 3 Stunden 15. Aber da das Wetter gut war und die Zeit eigentlich keine große Rolle spielte, genossen wir diese Schifffahrt. Dann kamen auch die dem Festland vorgelagerten Inseln wieder ins Bild. Naja, die Jäckchen musste man auf dem Deck schon zumachen, weil der Wind war doch dann etwas frisch. Dann kam noch ein Passagierdampfer vorbei, der unsere Fahrtrichtung kreuzte. Und dann kam auch schon Bodø in Sicht. Und auch hier so eine typische Felsenlandschaft, die aus dem Meer erstreckt. Und nun sind wir auch schon bei der Einfahrt in den Hafen von Bodø. Also wie man unschwer erkennen kann, hat man da sicherlich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel in die Infrastruktur gesteckt, um diese Bebauungen zu realisieren. Ja, es war jetzt kurz vor 9:45 und wie gesagt, taghell noch und war sehr angenehm dann zu fahren. Wir fuhren dann von Bodø einmal um den Fjord herum, um dann letztendlich im Campingplatz Salztraumen Quartier für die Nacht zu beziehen. Leider bin ich etwas zu eilig am Campingplatz vorbeigefahren und wir sind noch circa 15 Kilometer auf die Insel Straumøya durchgefahren, um dann festzustellen, dass uns das Navi veräppelt hat. Dann wieder zurückgefahren, aber wir haben dann um 23.45 Uhr noch einen Regenbogen gesehen und einen kleinen Elch. Das war der einzige, den ich während der Tour zu Gesicht bekommen habe. Aber da es dann doch auf 24 Uhr Mitternacht zuging, wollten wir einfach den Campingplatz erreichen und deswegen gibt es hiervon kein Foto und kein Video. Dann erreichten wir doch dann endlich auch den Campingplatz, hatten da im Vorfeld eine Hütte gebucht. Naja, die hatte nicht mal ein Waschbecken und zwar doch ein Stück zum Gehen
und stammte wohl noch aus der Ursprungszeit. Und zwischenzeitlich gab es eben deutlich mehr Hütten und Campingplätze und Zeltplätze, aber diese Struktur ist nicht mitgewachsen. Hier sieht man noch den Regenbogen, wie gesagt, um 23.43 Uhr und hier die Fischkopfabfallbeseitigung der Fischer. So, hier nun die Mittsommernacht um 0.01 Uhr. Ich hoffe, dass euch dieser Teil auch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst bitte ein Abo da und betätigt die Glocke, wenn man die sieht. Dann bekommt ihr nämlich immer einen Hinweis, wenn es ein neues Video gibt. Ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Lasst auch einen Kommentar gerne da. Und ich sage dann einfach mal Tschüss bis zum Teil 8, der dann schon ein bisschen in der Mache ist. Die zwei Midsummer Night Boys, mal mit Farbe und mal ohne Farbe. Also bis bald dann bei Bernies Motorrad Touren hier auf YouTube. Tschüss!